und können uns dann auf Dauer mal angucken, wie der dann aussieht. So, hier haben wir Palmen. Was haben wir eigentlich alles für Bäume stehen? Palmen, was war das denn nochmal? Das war Tropenholz, das war ein Tropenbaumsetzling. Oder ein Tropenbaum, aus dem wir natürlich Setzlinge gewinnen können. Den würde ich jetzt auch mal einfach mal flugs abernten, um dann natürlich auch die Setzlinge zu bekommen. Damit wir dann auch gleich mit Grapefruit weitermachen können. Weil neben diesem Peach, also Pfirsichbaum, wäre es doch toll, wenn wir da noch einen schönen Grapefruitbaum hinsetzen. So, jetzt müssen wir halt darauf achten, dass wir diesen Baum nicht aus den Augen verlieren. Ich stelle diesen Stamm hier einfach nochmal hin. So ein bisschen zur Erinnerung. Wir laufen jetzt einmal zurück, füttern die Hühner. Oder laufen jetzt einmal zu den Hühnern und füttern die. Hier ist noch ein Ei. Ei, Ei, Ei. So, wenn ihr jetzt nicht die ganze Zeit so dämlich am Zaun herumfliegen würdet, hättet ihr auch mal Zeit, euch zu paaren. So. Oh, Entschuldigung. Hä, was ist? Achso. So, jetzt aber hier. Die Schmerzen werden sofort entschädigt mit lecker Futter. Beschmeiß ich das Huhn mit dem Ei. Echt. So, was ist jetzt hier mit Küken? Zügig. Ja, so langsam wird es ja mehr. Ja, alles hüpft hier. Ach, das hatte ich noch nicht. Dich auch noch nicht. Dich auch noch nicht. Okay, drei ist ein bisschen schwierig. So, du kommst ja jetzt auch. Du kommst jetzt. Auch interessant, wenn die in den Ecken stehen, dass die dann nicht kommen, wenn man die locken will. Jetzt habe ich den zwar gefüttert, bringt aber nichts. Aber so langsam wird es mehr. Hier drin ist ja auch niemand mehr, ne? Da ist nur mein Bett. Unser Bett zum Pennen. Unser Hühnerbett. Okay. So, wie sieht es mit dem Setzling, mit dem Baum aus, der sich gerade auflöst? Haben wir da schon ein paar Setzlinge? Kaputthaft. Moment mal, sind das Setzlinge? Hä? Was sind das? Warum fällt er jetzt Kapoktaft runter? Ich will einen Setzling haben. Wieso fällt denn da jetzt kein Setzling? Das war doch ein normaler Tropenbaum. Oder was war das? Tropenbaumlaub. Wieso kommt denn da jetzt kein Setzling runter? Muss ich das jetzt verstehen? Verstehst du das? Ah, da ist einer. Allerdings nur einer. Ist so ein bisschen ärgerlich. Heißt jetzt, wir müssen den nochmal aussäen. Weil wir natürlich zwei brauchen. Einen für einen normalen Tropenbaum und einen jetzt für den Grapefruitbaum. Aber wir können ja mal eben gucken, ob das auch mit Grapefruit funktioniert. Ja, das funktioniert. Also das wird auf jeden Fall klappen. Aber das können wir jetzt halt noch nicht tun. Wir müssen erst wieder einen normalen Tropenbaum setzen, um dann mit Grapefruit weiterzumachen. Also nochmal gesetzt. Und noch ein wenig gewartet. Nur dieses Kapoktaft haben wir jetzt. Also vielleicht nochmal eben zu diesem Kapoktaft oder dieses Kapok. Das sind Pflanzendaunen. Also die werden auch Pflanzendaunen genannt. Und das sind Hohlfasern des Kapokbaumes, wenn du das nicht wissen solltest. Also ich wusste es nicht. Irgendwo haben wir die auch abgelegt, da oben. Kapoktaft. Legen wir erstmal ab. Was wir damit alles machen können, weiß ich noch gar nicht. Ich glaube, das ist aber auch keine Schande, wenn man das nicht alles weiß. Finden wir sicherlich noch raus. So, jetzt habe ich ja letztes Mal gesagt, schau bitte öfter mal, also ich habe mich selber ermahnt, schau bitte öfter mal um Himmels Willen in deinen Rucksack rein, denn da haben wir jetzt einen Haufen Nahrungsmittel drin und auch noch andere Sachen. Auch Sensen waren da drin, wenn du es gerade gesehen hast. Ich habe nämlich keine Lust, ständig in die Küche zu laufen, um mir Nahrung zu holen, weil ein einziger Stack besteht, wenn man jetzt Burger nimmt, nur aus vier Burgern und die sind eigentlich relativ schnell, sind zwar relativ ergiebig, aber eben auch schnell aufgegessen. So, ich denke, jetzt sind wir lang genug hier rumgelaufen und jetzt würde ich gerne einmal an unseren Kompost gehen, um zu schauen, was haben wir da denn eigentlich drin. Das sieht gut aus, hier ist er noch am Arbeiten. Oh, was dauert das lange mit diesem Bambus. Da ist noch so viel Bambus drin. Hier habe ich ein bisschen Bambus reingepackt. Okay, der ist fertig. Den nehmen wir jetzt auch schon mal raus. Dann haben wir immerhin schon mal wieder 40.
Das ist ja schon mal was. Aber bei weitem noch nicht genug. Aber so können wir unser Feld auf jeden Fall noch mal ein bisschen ausweiten, noch ein bisschen vergrößern. In der Hoffnung, dass wir irgendwann dann doch mit Gardens Holly komplett fertig werden. Ich hätte es jetzt auch anders machen können. Ich hätte es auch auf klassischem Wege machen können. Dann hätten wir das Feld sofort gehabt. Aber warum einfach, wenn es auch schwierig geht, ne? Wir sind ja anspruchsvoll, wir wollen es ja auch schön mit Gartenzoll machen. Das ist ja auch etwas Neues. Und deswegen machen wir das halt. Moment, Erde, 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 Erde. Erde haben wir ja reichlich satt und genug. Oder satt und reichlich. Machen noch ein bisschen Gartenzoll. Hacken haben wir hier auch genug. Die beiden anderen können wir eigentlich mal eben in den Keller bringen, ne? Diese beiden Hacken, die brauchen wir überhaupt nicht. Weil wir inzwischen gesehen haben... So, die Erde bitte noch mitnehmen. Weil wir inzwischen gesehen haben, dass sich Hacken auf Gartenzoll sehr wenig nur abnutzen. Vielleicht ist es dir aufgefallen, ich habe in der Zwischenzeit auch eine neue Rüstung. Wir haben eine neue Rüstung und weil die alte war wirklich schon sehr abgenutzt und wenn wir Angriffe von Monstern ausgesetzt waren, dann war es immer so ein bisschen gefährlich. Übrigens hier wollte ich auch noch eben was zeigen. Da habe ich noch ein paar neue Drawer hingebaut, weil... ich alle Steine, die wir von der Reise mitgenommen haben, erstmal hier unten im Keller deponiert habe. Also dazu gehört zum Beispiel Kreide. Da haben wir nämlich relativ viel gesammelt, 167 Blöcke, Kreide haben wir gesammelt. Aber wir haben zum Beispiel auch Sandstein gesammelt und Rhyolith. Aber auch andere verschiedene Steine. Warte mal, Andesit hatten wir jetzt schon. Warum haben wir eigentlich drei verschiedene Andesit-Blöcke? Andesit? Hier ist nochmal Andesit. Der ist aber irgendwie dunkler. Hä, was ist denn das jetzt? Was ist denn das jetzt für Andesit? Andesit, Andesit. Achso, das sind die gleichen. Hä? Dann nehmen wir mal alle raus. Und packen die hier rein. Ja, so kann man auch dahinter kommen, dass man irgendwo mal einen Fehler gemacht hat. Dann packen wir doch einfach mal Rhyolith jetzt hier unten rein. Oder Sandstein. Nee, Rhyolith. Das ist auch egal. Rein damit. So, Basalt, du bleibst hier. Okay, dann können wir wieder nach oben gehen. Hast du das jetzt auch gesehen, dass hier im Keller ein bisschen was passiert ist? Kohle, Kohle, Kohle. Warum habe ich hier eigentlich Kohle im Inventar? Ja, den Eisen hätten wir auch mal eben ablegen können. Ach komm, das bringen wir eben noch in den Keller, oder? Das schaffen wir eben noch. Das machen wir schnell. Eisen, Kohle. Hier ist übrigens was frei geworden. Da war Slime. Schleimbälle waren da drin. Slimebälle. Steinbälle waren da drin, die habe ich jetzt hier reingepackt, weil ich die mehr zu den tierischen Erzeugnissen oder zu Mobs-Erzeugnissen zählen. Und raus. Und noch ein wenig Gartenzoll bearbeiten. Und die Hacke haben wir dabei, wunderbar. Können wir natürlich dann auch sofort gleich mit der Hacke bearbeiten. Ich freue mich, dass dieses Feld langsam immer größer wird und dass unsere... Tierzucht jetzt auch langsam zunimmt, damit wir endlich auch hier mal als Bauer ernst genommen werden. Das ist ja überhaupt nichts hier mit den Partien, die wir bisher hatten. Da muss einfach mehr passieren. So, wo steht die Sonne? Die ist schon wieder hinterm Berg zu dümpeln. Wird gleich schon wieder dunkel. Finde ich gar nicht so schön. Muss jetzt nicht schon wieder dunkel werden. Also die Hacke nutzt sich wirklich sehr wenig ab. Wenn einmal so ein Feld steht, die Erde bearbeitet ist und der Weizen da drauf ist, dann braucht man das Ding wahrscheinlich nie wieder anfassen. Das wäre natürlich spitze. Ein bisschen ist der Weizen auch schon gewachsen. Ach so, was natürlich auch noch hinzukommt, das Ganze wächst natürlich auch schneller, ne? Ein bisschen schneller auf jeden Fall. Wenn man hier sieht, dass ein Teil des Weizens hier schon erwachsen ist, wobei wir das ja vor gar nicht allzu langer Zeit hier gepflanzt haben, dann finde ich das schon recht cool. So, ob wir die Hühner nochmal mit Weizen traktieren können. Wir müssen ja immer weitermachen jetzt. Wir müssen ja jetzt wirklich zusehen, dass das hier langsam ernst genommen wird. Na, kommt hier hin. Kommt hier hin. Das Eckenhuhn da hinten in der Zaunecke, da passiert sowieso nichts. Ja, ist vielleicht doch noch ein bisschen zu früh. Ich glaube, wir müssen ein bisschen länger warten. Das ist Käse hier, wenn man hier reinläuft und... Das sind irgendwie, da hat dann irgendwie ein Huhn Bock, sich vorzupflanzen. Das ist halt nicht ganz so toll. Okay. Mit den Tierfallen gucken wir uns gleich nochmal an.
und hoch. Und schlafen. Ah, ist das schön. Einmal unsere Tierfallen nachgucken. Ich finde das total spannend mit diesen Tierfallen. Da ist schon wieder ordentlich was drin. Ich denke, das sollten wir auch noch ausweiten hier. Ich denke, da... Oh. Da ist nichts mehr drin. Achso, wir haben übrigens gesehen... Ich hatte ja letztes Mal gesagt, es ist also total egal, was man für Köder da reinpackt. Ob das jetzt Gemüseköder, also Vegetable... Veggie-Bait, Fruit-Bait oder Corn-Bait. Das ist total egal, was da reinkommt. Man kann jegliche Art von Köder da rein tun. Es kommt immer in etwa das gleiche dabei rum als Beute. So, jetzt würde ich gerne hier nochmal gucken. Trap. Animal Trap. So wird sie gebaut. So machen wir es gleich auch nochmal. Falltür. Achso, das war dieses. Stöcker. Fäden haben wir ja auch reichlich. Hatten wir ja als Baumwolle gemacht. Mal gucken, was haben wir da eigentlich an Fäden? Oh, reichlich. Baumwolle. Aus Baumwolle haben wir die gemacht. Spinnfäden hatten wir gar nicht so viele. Oder besser gesagt, davon hatten wir schon einige verbraten. Da nehmen wir jetzt erstmal alle raus. Oder sagen wir mal, bleibt nur ein kleiner Bestand zurück. Vielleicht können wir auch gleich... vielleicht können wir gleich einfach mal ein paar Knochen für die Saat verbraten, dass der Weizen ein bisschen schneller wächst. Müssen wir mal schauen. Weiß ich jetzt noch nicht. So, Falltür. Was haben wir denn hier eigentlich alles an Holz? Tropenholz. Ah, das sollten wir besser aufheben. Da haben wir nicht ganz so viel von. Was wir natürlich sehr viel haben, ist dieses Himmelseichenholz. Das haben wir jetzt überwiegend... Achso, ich habe hier übrigens auch Pinienholz reingepackt. Von unserer Reise ein bisschen Pinienholz gesammelt. Pinienbäume haben wir bis jetzt hier noch nicht gefällt. So, Himmelseichenholz. Da haben wir ja auch Himmelseichenholzbretter. Nehmen wir das nochmal mit raus. Kleincraften. Einmal so. Dann haben wir schon wieder zwei Falltüren. Da machen wir aber noch ein bisschen mehr von. Ich würde sagen, nochmal vier zusätzlich, damit wir nochmal sechs Fallen weiter bauen können. So, Spinnfäden haben wir ja schon im Inventar. Wie sieht das denn jetzt hier aus? Stöcker brauchen wir auch noch. Truhen brauchen wir auch. Wenn wir also sechs... Eine Truhe haben wir hier. Ich glaube, hier haben wir auch noch Truhen drin. Ja, zwei haben wir auch noch drin. Die nehmen wir erstmal raus. Das ist eine gute Gelegenheit, mal ein bisschen Truhen zu verbraten. Drei Truhen brauchen wir also noch. Eins, zwei und drei. Drei. Dann haben wir die auch. Was war es noch? Was müssen wir noch haben? Das haben wir, das haben wir. Spinnfäden haben wir reichlich. Stöcker können wir uns schnell beschaffen. Vielleicht haben wir auch noch welche in der Truhe drin. Ein paar haben wir noch. Alles verbraten. So, das nehmen wir auch nochmal. Verbraten wir. Und dann geht das jetzt los. Wir bauen uns ein. Wir bauen uns jetzt sechs Tierfallen. Und stocken unseren Bestand jetzt mal so richtig auf. So, Stöcker... Haben wir jetzt natürlich viel zu viele, aber weil die anderen ja auf 6 beschränkt sind, kommen dabei auch nur 6 raus. Wunderbar, damit sind wir schon fertig. Und die werden wir selbstverständlich jetzt auch setzen. Alles andere packen wir wieder zurück. Weizenkörner, Moment. Das würde ich auch gerne jetzt mal wieder rückgängig machen. So. Und raus. Achso, Köder brauchen wir noch. Köder, Köder, Köder. Köder, Köder. Bait. Ich würde ja sagen, weil wir so unglaublich viel irrwitzig viel Gemüse haben. Grain ist Getreide, Veggie Bait und Fruit Bait. Also wir haben Früchte und Getreide, Früchte und jede Menge Gemüse haben wir in rauen Mengen. Also damit können wir so viel machen. Natürlich brauchen wir dann auch wieder die Spinnenfäden. Nehmen wir die doch gleich nochmal wieder mit. So, das packen wir erstmal weg. Gemüse. Was ist denn hier? Was quillt denn hier über? Was haben wir denn besonders viel an Gemüse? Brokkoli, Lettuce, Salat haben wir relativ. Ah, den brauchen wir noch für Burger nachher. Für verschiedene Arten von Burgern, wo wir auch auf Dauer nochmal rumprobieren möchten. Ah, ne, warte mal. Die Cantaloupe wollte ich jetzt nicht nehmen. Die Blackberries, da haben wir ganz viele von. Das wäre Fruit Bait. Blackberries, was haben wir denn hier? Strawberries haben wir auch sehr viel. Da machen wir einfach mal ein bisschen Fruit Bait von. So.
Fruit Bait. Wo können wir uns denn sonst noch bedienen? Wir können auch einfach aufs Feld gehen und uns da bedienen. Dann brauchen wir die Schränke hier nicht zu beanspruchen. Ich würde sagen, das machen wir auch mal eben. Dann machen wir nämlich einfach schlicht und einfach reichlich Gemüsebait. Was wollen wir denn nehmen? Ich war ja schon lange nicht mehr hier. Wir waren ja schon länger nicht mehr auf diesen Feldern und haben uns unsere prachtvolle Saat mal in Ruhe angeguckt. Cantaloupe. Dann haben wir Blackberry, haben wir gerade gesehen. Mustard Seeds. Beet. Winter Squash, eine Kürbisart, soweit ich weiß. Bell Pepper. Das ist Paprika. Ja, und so weiter. Zucchini. Komm, wir nehmen jetzt mal Zucchini. Ich glaube, Zucchini haben wir irgendwie selten gehabt. Und wenn man nur eine einzige Reihe aberntet, hat man gleich so viel, dass das Inventar schon wieder fast voll ist. Ich denke, damit belassen wir es jetzt auch erstmal. Also, hätte ich das am Anfang gewusst, wie ergiebig das ist, dann hätte ich gar nicht solche langen Reihen gemacht. Aber wir wollen ja auch ein bisschen protzen mit unserer Saat, nicht wahr? Okay, dann geht's jetzt also los. Spinnenfäden hier oben hin. Gucken wir mal eben. Da brauchen wir erstmal die ganzen Zucchinis hier. Zucchinis. Oh, 64. Junge, Junge, Junge. Noch ein bisschen mehr. Ey, wir hätten überhaupt keine Früchte rausholen brauchen aus dem Schrank. Guck mal, was dabei rumkommt. Nochmal 64. So, jetzt machen wir aber noch ein bisschen Fruit, um ein bisschen Abwechslung zu haben. Packen wir mal die Erdbeeren hier rein. Was haben wir denn sonst noch so? Noch mehr Erdbeeren. Und okay, auch 64. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich super ergiebig jetzt, was wir hier haben. 3x 64. Spinnenfäden fast aufgebraucht. Wir haben aber ja gesehen, dass wir mit Baumwolle neue herstellen können. Hier sind noch ein paar drin. Die lassen wir jetzt hier mal eben drin. Ich zeig's einfach nochmal. Baumwolle haben wir nämlich hier. Wie viel haben wir eigentlich noch? Ja, also Cotton 207. Reichlich. Nehmen wir mal so einen ganzen Stack da raus. So. Gehen wir wieder hier hin. Hier ist irgendwie, was sowas angeht, meine Lieblingstruhe. Natürlich könnte ich es auch in der Küche machen, aber irgendwie bin ich hier am liebsten. Baumwolle. Baumwolle. Spinnenfäden. Reichlich. So, das wollen wir jetzt aber bitte komplett verbraten. Natürlich bleibt wieder einer über, ist ja klar. Wie sollte es auch anders sein? So, ich würde jetzt gerne hier das restliche Gemüse hier und Fruchtgedönsel verbraten. Naja. Naja, naja, naja. Also, Manometer. Noch ein paar Erdbeeren rausholen.